Seit der Veröffentlichung von Minecraft wurden viele seltsame und bizarre Mobs in das Spiel integriert. Wir alle kennen den Warden, einen blinden, blutdürstigen Mob, der im tiefen, dunklen Biom lauert. Oder den Schnüffler, eine uralte Kreatur, deren Geschichte völlig unbekannt ist. Aber habt ihr jemals vom Wildfire gehört? Ja, das ist ein echter Mob. Oder was ist mit dem Glare? Oder dem rosafarbenen Delfin? Heute werfen wir einen Blick auf die seltsamsten Minecraft-Mobs, die offiziell von Minecraft bestätigt wurden und dem Spiel hinzugefügt werden sollten, aber letztendlich nie hinzugefügt wurden. Aber warum und welche seltsamen Geheimnisse verbergen sie vor uns? Nummer 1. Beginnen wir mit dem Glare. Er war einer von drei Mobs, die während eines Live-Events auf der Minecon 2021 im Mob-Vote vorgestellt wurden. Er war in einer Pixel-Art-ähnlichen Szene mit der Tiny Agnes zu sehen, aber als er dann gegen den Hilfsgeist verlor, hat man seitdem nichts mehr von ihm gehört. Der Glare hat eigentlich ein sehr einfaches Design. Sein Körper ist mit Gras oder Moos bedeckt. Außerdem hat er zwei strahlende weiße Augen. Er kann fliegen, ähnlich wie der Hilfsgeist, was ihn zu einem der wenigen Mobs im Spiel macht, die das können. Aber was unterscheidet diesen Mob so sehr von den anderen Mobs? Obwohl er in den Tiefen unserer Welt lebt, hasst er die Dunkelheit. Wenn er sich im Dunkeln befindet, wird er nämlich wütend. Diese Eigenschaft kann unsere Basis vor Mobs schützen, die in der Dunkelheit spawnen können. Denn wenn der Glare verärgert ist, wissen wir, wo es dunkel genug ist, damit die Monster spawnen können. Und es gibt sogar eine Möglichkeit zu sehen, wie der Glare damals in einer Snapshot-Version aussah. Und hier in dieser dunklen Höhle ist der Glare in seinem natürlichen Lebensraum. Im Moment ist er ziemlich verärgert und bewegt sich überhaupt nicht. Selbst der Zombie in der Nähe stört ihn nicht. Aber was passiert, wenn wir eine Fackel nehmen und sie auf den Boden stellen, um die Umgebung zu erhellen? Seht euch das an! Er erwacht zum Leben! Jetzt fliegt er herum. Aber nicht nur das, sie fliegen in die Richtung des Lichts, als ob sie von Lichtquellen angezogen werden. Kann man ihn zähmen? Aber wie? Vielleicht mit Moos? Dieser Block hat eine ähnliche Beschaffenheit wie das Grün am Glare. Oder mit Gras? Dann können wir noch Laub, Azaleen und ich weiß nicht, vielleicht noch einen Eichensetzling nehmen? Fahne und Gras? Nehmen wir das einfach auch. Mal sehen, was passiert, wenn wir ihm diese Dinge geben. Funktioniert irgendetwas davon? Nein, 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 nein. Nichts passiert, wenn wir mit diesen Dingen auf ihn klicken. Überhaupt nichts. Aber kann er uns folgen? Denn wenn wir zum Beispiel Weizen in der Hand halten, können uns Tiere wie Schafe oder Kühe folgen. Wird der Glare uns also auch folgen, wenn wir ihm etwas zeigen, das er isst? Irgendwie nicht. Nein. Es passiert wieder nichts. Können wir ihn an die Leine nehmen, damit er uns folgt? Okay. Die Leine ist angebracht. Und ja, hey, es funktioniert. Mega. Wir können ihn an die Leine nehmen und ihn überall mit hinnehmen. Das kann sogar nützlich sein, denn wenn wir in Minen gehen, sehen wir ihm an, ob das Licht noch ausreicht. Und wenn nicht, fängt er an zu zittern, was heißt, dass wir Fackeln aufstellen sollten. Oh Mann, warum hat es dieses Tierchen denn nie ins Spiel geschafft? Warum hat es bei der Mob-Abstimmung verloren? Der Grund könnte vielleicht darin liegen, dass niemand wirklich etwas mit ihm anfangen kann. Seine Fähigkeiten beschränken sich darauf, die Dunkelheit zu erkennen, in der Mobs spawnen können, was wir auch tun können, wenn wir, nun ja, sehen, dass es dunkel ist und dann können wir selbst eine Lichtquelle platzieren. Es ist nicht so, dass der Glare das für uns macht und Lichtquellen verteilt. Er fängt einfach nur an zu zittern. Mehr nicht. Aber vielleicht liege ich ja auch falsch und er kann auch etwas anderes. Hättest du für den Glare gestimmt, schreib es mal unten in die Kommentare. Und abonnier den Kanal, denn dann wird dein Kommentar für uns markiert, sodass wir ihn besser sehen können. Nummer 2. Als nächstes haben wir einen Illager, der in den kalten Biomen lebt. Den Eis-Illager. Im Minecraft Live-Event 2020 war der Eis-Illager einer der vorgestellten Mobs, für den man abstimmen konnte. Andere Mobs, die zur Auswahl standen, waren die Blumenkuh und der Leuchttintenfisch. Letzterer ist uns allen bekannt und gewann die Mob-Abstimmung mit über 52% der Stimmen. Damit stand fest, dass der Eis-Illager es niemals ins Spiel schaffen würde. Obwohl der Eis-Illager die Mob-Abstimmung verloren hat, kannst du ihn trotzdem im Spiel finden. Und zwar im Minecraft Dungeons Creeping Winter DLC. Und ja, wenn du denkst, dass der Eis-Illager dem Dorfbewohner, dem Diener oder dem Magier ähnlich sieht, dann hast du recht. Denn der Eis-Illager soll als neuer Dorfbewohner-Typ ins Spiel kommen und auf den kalten, schneebedeckten, eisigen Berggipfeln leben. Er hat rote Augen, einen blauen Umhang und braune Stiefel. Der Eis-Illager ist ein aggressiver Mob, der den Spieler angreift, indem er Eis auf ihn fallen lässt. Wie cool ist das denn bitte? In Minecraft Dungeons erzeugen sie diese großen, wolkenartigen Eisstücke über ihren Gegnern. Sie schweben 3 bis 5 Sekunden lang über dem Kopf des Gegners, bis er dann auf den Spieler herunterschlägt und ihn erdrückt. Aber das passiert immer noch nur in Minecraft Dungeons. Stell dir vor, es gäbe so etwas auch in Java oder Bedrock. Ich habe mich also auf die Suche gemacht und herausgefunden, dass es ihn in einer
einer alten Snapshot-Version tatsächlich gibt. Zwar nur mit einer Mod, aber hey, so können wir ihn auf jeden Fall testen, wie es wäre, diesen Mob im Spiel zu haben. Das ist unser normaler Dorfbewohner, der in den Dörfern der kalten Biome lebt. Und das ist der Eis-Illager. Und seht, was er mit dem Dorfbewohner macht. Er erzeugt eine Eiswolke über ihm, die dann kurze Zeit später auf den Kopf des Dorfbewohners fällt. Wow. Und wieder erscheint über dem Dorfbewohner eine weitere Wolke. Wie kann man einem Angriff dieses Monsters ausweichen? Es hat Kräfte, die kein anderer Mob im Spiel hat. Denn selbst wenn seine Gegner vor ihm weglaufen, kann er diese tödlichen Wolken aus Eisblöcken erzeugen. Sieh dir den Dorfbewohner an. Er versucht vor ihm wegzulaufen, wird aber immer wieder vom Eis verletzt, das auf ihn fällt. Wie groß ist der Schaden, den er verursacht? Lasst es uns selbst ausprobieren. Ja, die Wolke friert uns sogar ein. Oh Gott, Hilfe! Nein, ich kann nicht entkommen. Es ist extrem schwierig, sich zu bewegen. Bin ich von ihm eingefroren worden? Aua, das Eis. Und jetzt erfrieren wir und können uns nicht mehr bewegen. Oh nein, noch eine Eiswolke. Das ist gar nicht gut. Es gibt kein Entkommen. Er lässt sich nicht so leicht besiegen, Leute. Aber wenn ihr es schafft, ihn irgendwie zu töten, dann lässt er diese Gegenstände fallen. Was ist das? Das sieht aus wie ein blaues Totem der Unsterblichkeit. Was kann es bewirken? Was passiert, wenn ich sterbe? Wird uns dieses Totem davor beschützen? Nein, das ist nicht möglich. Wofür benutzt man dieses Totem? Ich verstehe es nicht wirklich. Was denkt ihr? Und warum wurde er nicht in das Spiel aufgenommen? Möglicherweise, weil die Spieler der Meinung waren, dass es bereits so viele Illager-Varianten gibt? Wir haben bereits Plünderer und Magier und dann noch Diener, Verwüster und sogar Illusionisten. Aber letzterer hat es auch nie ganz ins Spiel geschafft. Ich denke, das wird der Grund gewesen sein, warum sich Eis-Illager nicht durchgesetzt haben und für immer in Minecrafts Vergangenheit verschwunden sind. Nummer 3. Es gibt noch einen anderen Mob, von dem du wahrscheinlich noch nie gehört hast, der aber tatsächlich fast ins Spiel gekommen wäre. Und zwar der Rote Drache. Dieser Mob war von Notch für ein zukünftiges Minecraft-Update geplant. Und falls du es nicht wusstest, Notch ist der Gründer von Minecraft. Es war also ziemlich sicher, dass er eines Tages ins Spiel kommen wird. Der Rote Drache existierte bereits seit 2011 als Konzept. Man mag es kaum glauben, aber die Spieler waren von der Idee eines Roten Drachens im Spiel so begeistert, dass sie in den letzten Jahren eine Menge Mods und Texture Packs erstellt haben, in denen der Rote Drache, der nur als Idee existierte, tatsächlich vorkommt. Dinnerbone, ein Minecraft-Entwickler, hat in der Vergangenheit erwähnt, dass, wenn es wirklich Rote Drachen im Spiel gäbe, diese nur mit dem Drachenei spawnen könnten. Aber das macht doch keinen Sinn, oder? Das Drachenei kommt nur von, naja, dem normalen Enderdrachen. Bedeutet das, dass der Rote Drache nur eine Variante des Enderdrachens ist? Oder soll es eine ganz andere Spezies sein? Oder steckt hinter ihm vielleicht doch noch etwas ganz anderes? Etwas viel angsteinflößenderes. Nummer 4. Tief im Ozean soll es ein Monster geben, das noch gefährlicher ist als alles, was wir bisher im Spiel gesehen haben. Nämlich der tödliche Ozeantintenfisch. Er wurde bei der Mob-Abstimmung 2017 zusammen mit drei anderen komplett neuen Mobs vorgestellt. Übrigens war das damals auch anders als heute, denn man sah die Mobs nicht wirklich im Spiel präsentiert, sondern nur die Skizzen von ihnen und ansonsten keine weiteren Infos oder Features über sie. Was wirklich blöd ist, denn vielleicht wäre die Abstimmung anders abgelaufen, wenn man gewusst hätte, was genau dieses Ungeheuer ist. Denn das bedeutet, dass unser Ozeantintenfisch gegen die anderen drei auf Platz 4 gelandet ist und das Phantom gewonnen hat. Warum die Phantome? Gibt es eigentlich irgendjemanden, der diese Mobs mag? Wir hätten einen tödlichen Ozeantintenfisch auch nicht einfach spawnen können, weil er als Mob-Boss geplant war. Ähnlich wie der Wither oder der Enderdrache. Aber wenn er im Ozean leben soll, wie sollen wir ihn dann finden? Kannst du das sehen? Mein Boot. Oh, was ist denn hier los? Warum bewegt es sich so seltsam? Warte, was? Mein Boot. Leute, was ist hier gerade passiert? Ich wurde ins Wasser gezogen. Da. Oh Mann, da ist der. Das ist der gefährliche Ozeantintenfisch. Du tust mir weh. Was? Ich kann nicht wegschwimmen. Ich kann nicht wegschwimmen, Leute. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das für ein Monster? Und wir sind tot. Ich habe keine Ahnung, wie ich diesem Monster in den Tiefen des Ozeans entkommen soll. Dieses Ding ist furchterregend und äußerst gefährlich, Leute. Nummer 5. Was ist das für ein Tier? Es ist ein Vultur, der bei einer Biomabstimmung bei Minecraft Live 2019 als Teil der Tafelberge vorgestellt wurde. Zusätzlich zu den Vulturen in den Badlands gab es auch spezielle Kakteen. Die Idee war, dass der Vultur die Aufgabe hätte, Gegenstände auf dem Boden aufzusammeln. Seien es Körner oder Gegenstände, die wir versehentlich auf den Boden geworfen haben. Und selbst wenn wir sterben, kamen die Vulture, um unsere Items zu klauen. Minecraft sagte sogar selbst, dass dadurch die Tafelberge und Wüstenbiome viel spannender und schwieriger werden würden. Als ob die Wüste wirklich so gefährlich wäre wie im echten Leben. Habt ihr diesen Mob schon einmal gesehen? Ich zumindest nie. Nummer 6. Das ist ein Delfin, nicht wahr? Nein, da liegst du falsch. Stattdessen ist es der rosa Delfin.
Ja, den gibt es wirklich und er wurde nicht nur von den Entwicklern bestätigt, sondern sogar von den Programmierern entwickelt. Warum haben wir dann aber nie etwas über den rosa Delfin gehört, geschweige denn ihn gesehen? Der Grund ist, dass der rosa Delfin Teil der China-Mob-Abstimmung von 2018 war. Die anderen Mobs neben dem Delfin waren Krokodile, goldene Affen, Hirsche und sogar der Panda. Ich schätze, nur die wenigsten von uns wussten, dass der Panda ein Mob-Vote-Gewinner war und erst dann ins Spiel kam. Der rosa Delfin ist ein ganz normaler Delfin, der eben rosa ist. Es gibt solche Delfine in unserer Welt und sie sehen nicht nur anders aus als die normalen, sie haben auch eine ganz andere Form als andere Delfine. Man erkennt sie an ihren langen, schnabelartigen Schnauzen und einem flexibleren Hals, der es ihnen offenbar ermöglicht, schneller durch schwierige Flüsse zu schwimmen. Ja, Flüsse, denn anders als ihre Artgenossen leben sie nicht im Meer, sondern in Flüssen. In Minecraft würden diese kleinen Details jedoch nicht so richtig auffallen und hier wären es einfach normale Delfine, also normale rosa Delfine, die in Flüssen spawnen. Wir können sogar genau testen, welchen Unterschied sie haben. Ich werde einen normalen und einen rosafarbenen Delfin spawnen lassen und dann sehen, wie unterschiedlich sie sich verhalten. Und wie du sehen kannst, schwimmt der rosa Delfin anders durchs Wasser und sieht dabei noch niedlicher aus. Aber sie können sich nicht nur besser durchs Wasser bewegen, sie sind auch viel schneller als die normalen Delfine. Also, ich meine wirklich sehr schnell. Wenn wir in den Überlebensmodus gehen, geben sie uns auch ihren Effekt und wenn wir ihn von den rosa Delfinen bekommen, bewegen wir uns noch schneller durch das Wasser, als wenn wir den gleichen Effekt von den normalen Delfinen bekommen. Ziemlich cool, oder? Nummer 7. Kommen wir nun zu einem der gefährlichsten und seltsamsten Tiere, die es beinahe ins Spiel geschafft hätten. Und das ist der Wildfire. Ähnlich wie die anderen Mobs, die ich euch heute gezeigt habe, war auch er Teil einer Mob-Abstimmung, aber hat nicht gewonnen. Und genau wie der Ozeantintenfisch, der es 2017 nicht ins Spiel geschafft hat, war auch der Wildfire eine Kreatur, die vom Phantom überstimmt wurde. Allerdings kann man ihn auch heute noch als Miniboss in einigen Minecraft-Dungeons-Missionen begegnen. Leider haben wir nur diese Skizze von ihm und waren nie in der Lage, weitere Informationen, Eigenschaften und sein Verhalten herauszufinden. Und wenn man ihn sich anschaut, sieht er furchterregend aus. Manche meinen, er käme Loen am nächsten. Vielleicht einem Loen-Boss? Aber ich vermute, er verhält sich ähnlich wie in Minecraft-Dungeons. Seine Schilde schützen ihn vor Angriffen, bis alle vier Schilde zerstört sind. Dieser Mobs schießt auch eine Menge brennender Geschosse aus sich heraus, denen wir nicht ausweichen können und die noch gefährlicher sind als die normalen brennenden Feuerbälle der Loen. Aber wie gefährlich sind sie wirklich im Vergleich zu den Loen und den anderen Mobs, die im Nether leben? Denn eine normale Lohe ist gar nicht so stark und kann mit ein paar Schlägen des Dia-Schwerts besiegt werden. Aber ein Wildfire? Was ist mit ihm? Probieren wir es einfach mal aus und wir werden sehen, wie er sich verhält. Wow, da ist er! Achtung! Oh Gott, er ist wirklich stark! Er ist viel stärker als eine normale Lohe, wie wir hier sehen können. Und kann sogar, oh mein Gott, bis zu 3 brennende Projektile gleichzeitig verschießen. Und wenn wir ihn angreifen, funktioniert es nicht, weil er keinen Schaden nimmt, wenn wir ihn treffen. Oh Mann, Leute, liegt das vielleicht an seinen Schilden? Ist das so? Aber wie können wir ihn angreifen, wenn er sich selbst schützt? Müssen wir zwischen seine Schilde schießen? Und ja, hey, wir haben einen seiner Schilde durchbrochen. Jetzt schnell angreifen und ihn töten. Oh Mann, Leute, ich schlage ihn, aber es passiert nichts. Wie stark ist er denn? Kann er überhaupt besiegt werden? Oh Mann, wechseln wir schnell in den Kreativmodus. Es kann doch nicht sein, dass er einfach nicht sterben will. Das ist doch verrückt. Aber Leute, was ich immer noch nicht ganz verstehe, ist, dass Minecraft so viele einzigartige, besondere und coole Ideen und Mobs eingeführt hat, aber nur wenige wirklich umgesetzt hat. Wieso, frage ich mich da? Warum hat man sie nicht einfach später in das Spiel aufgenommen? Ernsthaft, Minecraft, warum? Bitte bringt diese Mobs doch wenigstens irgendwann mal ins Spiel.